größeren Arbeit sehr schön in den Mittelpunkt, was der Martin eben selber angedeutet hat. Es geht, die zweite Grundkonstante ist ja neben dem Sehen, der Begegnung und Berührung über die Augen, natürlich die körperliche Berührung, die Gestik mit den Händen, ganz, ganz wichtig. Hier sehen Sie dieses Paar, was einerseits einander sehr inniglich zugewandt ist. Aber diese Inniglichkeit kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass eben die Hände verbunden sind. Es ist natürlich die Nacktheit, ein sehr intimer Augenblick, der dort eingefangen ist. Es ist die innige Verbindung der Hände. Man kann schon gar nicht unterscheiden, was ist wessen Hand. So eng sind die miteinander verbunden. Und diese Zuwendung der Körper zueinander, dieses ja fast scheue, sich so von unten mal so ganz vor. Sie erinnern sich vielleicht, als Sie so 14, 15 waren, da hat man sich so ganz scheu angeschaut, so und mal ganz vorsichtig, ist das denn der Richtige? Ist das die ich will? Und wie wird das aufgenommen, wenn ich jetzt solche Signale sende? Und das Ergebnis ist natürlich im Idealfall, dass genau das passiert, was Martin endlich angedeutet hat, dass durch diese Berührung, und zwar sowohl über die Augen als auch über den Körperkontakt und im Verliebtsein, da spüren wir das, nämlich diese Energie übergeht. Wenn man Schmetterlinge im Bauch hat, wenn es drinnen anfängt zu sprühen, wenn man sich eigentlich kaum noch halten kann, man würde gerne was sagen, aber es geht nicht. Man kriegt kein geordnetes Wort mehr raus. Ja? Genau diese Bewegung, die da bei uns im Inneren in Gang gesetzt wird, ist hier sehr schön eingefangen. Natürlich auch dann genau das ausgedrückt durch die farbige Fassung des Ganzen, indem diese Farbe eben nicht wohlgeordnet, schön konturiert, wohlbegrenzt gesetzt wird, sondern sie entspricht genau dem Gefühlszustand, den wir im Zustand der Verliebtheit haben. Leicht chaotisch, übersprühend, übergreifend, euphorisch, das ist es. Und wir möchten uns am liebsten fallen lassen. Und das ist genau dieses wieder, eben, was eben da auch, wenn diese Berührung, wenn dieses sich einander zuwenden, füreinander da sein, dieses Vertrauen, was daraus erwächst, dass es uns dann ermöglicht macht, in der Tat uns fallen zu lassen. Und dieses einzufangen in Bildern und Skulpturen, das ist sein großes ja, Talent, wie es biblisch auch sagt, Talent, mit dem er wuchert. Und sehr schön kommt das auch zum Ausdruck. Sehen Sie mal, diese kleine Skulptur da, an diesem Pfeiler, diese beiden Menschen, die ganz inniglich beieinander stehen. Das ist ja nur ein kleines Brustporträt. Umgesetzt jetzt das in die Skulptur, was wir in den Bildern sehen. Liebevoll die Arme um die Schultern des anderen geschlungen, ihn festhalten, ihm leiden, ihm Wärme geben, ihn teilhaben lassen, der eigenen Wärme, am eigenen Gefühl. Und in dem Fall noch eine Variante, nicht nur auf sich konzentriert, sondern durchaus auch mit Blick nach draußen, mit Blick auf das, was uns umgibt, sprich die anderen teilhaben lassen. Vielleicht eine Einladung sozusagen macht es genauso. Da eben die Bedeutung der Gestik für uns, weil wir sind gewohnt, mit Worten umzugehen und wir verlernen allmählich mit Mimik, mit Gestik, mit den Dingen, die uns noch zur Verfügung gestellt werden von unserem Körper, uns mitzuteilen. Und ich denke, wir sind in einer Zeit angekommen, wo das ganz wichtig wird, das wieder zu lernen und zuzulassen und nicht immer so auf Abstand zu gehen. Ja, das hierzu. Wir gehen jetzt hoch und gehen dann in